Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, meine Lieben. Kommt drauf an, wann ihr mich eingeschaltet habt. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr hier gefunden habt. Herzlich willkommen auf dem Kanal für Frauen, Männer und nicht nur im eleganten Alter. Mein elegantes Alter ist 63 plus, meine Lieben. Womit komme ich heute zu euch? Heute werde ich wieder ein Make-up nachmachen nach einer polnischen YouTuberin. Wird das Make-up, das Technik mit Liquid Lidschatten anwenden und auch ja angewendet und auch Liquid Rouge und ein paar Liquids auf jeden Fall. Produkte. Die macht Filmchen, eine Reihe von Filmchen. Die Reihe heißt, Make-up-Lektion. Also heute in diesem Video zeigt die eine Technik mit Liquid Lippenstift, der an den Angelider angewendet ist. Und das wird ja ganz einfaches, ganz aber elegantes Make-up. Da werde ich probieren, das alles nachzumachen. Also meine Lieben, herzlich willkommen zu neuen Filmchen. Die Lippenstifte müssen liquid sein und das sind die, die am Ende fest werden. Sind auch die Lidschatten in Creme, in Liquid-Creme. Weniger ist mehr hier in diesem Fall. Ein bisschen auftragen von dem Lippenstift auf den Augenlid und mit gut gefundenen Pinseln das alles ja auf dem Augenlid verblenden. Und jetzt mit dem Concealer mache ich saubere Rand von meinen Lidschatten. Creme mit Creme, so kann man sagen. Und jetzt nehme ich einen kleinen Pinsel, schrägen Pinsel und das dunkelste Braun aus der Palette und mache das braune Lidschatten zwischen, so richtig zwischen den Wimpern, dass das Auge so schön betont ist.
jetzt mit einem matte rosa Lidschatten betone ich das äußere Augenwinkel und ein bisschen verblende auch nach oben. Jetzt nehme mir einen ganz hellen Übergangslidschatten und glätte alle, verblende alles so richtig glatt, dass es also schön aussieht. Das innere Augenwinkel helle ich auf mit einem hellen matt Lidschatten. Um Wimpernlinien zu definieren, nehme ich mir ein kleines schräge Pinselchen und verlängere bis zum Augenwinkel die Linie male ich. Und das wird wirklich eine Kleinigkeit, aber unsere Augen wird richtig, richtig schön aussehen. Jetzt ist Rouge Liquid dran. Ganz einfach entlang der Wangenknochen denn schön verteilen, schön richtig. In diesem Moment, wo meine Haut ist ja noch ein bisschen feucht, nehme ich Highlighter und ja, ganz, ganz wenig trage ich auf meine Haut. Sollte ich untere Augenlid schminken oder soll ich das nicht? Dieses Malawana ist dafür, weil in dieser Art und Weise, und gerade bei solchen Tageslook, definiert das ja Auge. Und noch eine Sache, das Lidschatten entlang der untere Augenlid verdeckt kleine
Fältchen, wenn man ja so richtig verblendet, wird das Fältchen weniger. Aber wenn da kein da ist, könnte sein, dass ja Concealer da reinkriegt und sieht das nicht so schön aus. Auf jeden Fall, ich bin auch so wie Malavana der Meinung, das untere Augenlid soll auch geschminkt werden. Bardziej widoczne, natomiast wystarczy delikatnie takim neutralnym cieniem sobie przejechać, by naprawdę nadać definicji temu spojrzeniu. Und jetzt nehme ich ein helle Bronzer, das zu Rouge passt und definiere ein bisschen meine Wangen. I delikatnie na sam koniec definiuję kształt. I celowo wybieram najjaśniejszy, gdyż właśnie nie chcę, by rzucał się on bardzo mocno w oczy. Als letzter Schritt betonen wir, meine Lieben, unsere Muttermale. Optisch gesehen geben die unsere Haut gewisse Frische. Wir sind jetzt fertig mit unserem Make-up, Malavana und ich, und mir gefällt das elegant und schön. Also meine Lieben, ihr habt gesehen, was ich ja gemacht habe mit dem Malavana. Ich habe es gesucht, ein Wort zu übersetzen, das Malavana, aber das gibt nicht, das ist ein Idiom. Idiom, das ist ein Wort, egal in welcher Sprache, der nicht übersetzbar ist. Hat, in deutscher Sprache sind solche und in polnischer Sprache auch. Daher kann ich das nicht zusammengemalt, kann man sagen, aber das auch ja nicht der Sinn. Auf jeden Fall, das ist eine sehr, sehr gute Make-up-Artistin und die mag richtig schöne, bunte Make-up. Die macht auch, sie hat ja auch letztes Jahr, also dieses Jahr, eigene Collection bei Glam Shop kreiert. Und die hat eigene Technik, Make-up-Technik, weil Augen-Make-up-Technik oder Make-up-Technik, das sind ja verschiedene Techniken. Heute habe ich mit der gemacht, Technik mit Lippenstift. Der Lippenstift ist, muss ja dann flüssig sein und nachher musste trocken. Wie nennt man das? Oje. Der dürfte nicht, danach hier muss ja trocken sein, ausgetrocknet sein, aber dem wird so wie die Lippenschatten, die Liquid sind, so genau. Das sind auch, der Glam Shop hat auch ja jetzt neues Assortiment, auch Liquid Lidschatten, so wie ein Lippenstift. Auch mit so einem Ding so da. Ich habe das nicht erste Mal gemacht, ja, mit dem Lippenstift. Aber die Technik ist ja sehr gut. Die Technik ist sehr gut für die, die wollen, zum Beispiel gehen ja irgendwann an der Hochzeit und wollen ganze Nacht, lange Zeit richtig Make-up haben, dass sie nirgendwo sich sammelt. Oh. Weil das ja steht und es ist ja trocken geworden und ja, und wunderbar, und es dauert wirklich, das Dauer von Augen-Make-up ist erheblich erhöht worden. Okay.
So, okay, meine Lieben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ich hoffe, dass euch es hat gefallen, dass manche Ticks und Tricks kann ihr bei sich verwendet. Darum ist dieses Kanal entstanden, dass wir ohne irgendwelche fremde Einwirkungen auf unser Gesicht nur mit Make-up schön aussehen würden. Ja, werden oder sind oder ja, schön, einfach schön aussehen. Also, meine Lieben, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.